Yes! Herzlich willkommen zu Wessen Nein. Wir spielen heute Goethe, Brüder Grimm oder Grimm 104 und zu Gast ist Simon. Hallo. Und wir verehren die Unsterblichen, als wären sie Menschen. Das war's schon. Das war's schon. Das ist bestimmt Grimm 104. Nein, das ist Goethe aus Das Göttliche. Okay. Okay, gut, wenn du auf dem Level anfangen willst, dann machen wir auf dem Level noch weiter. Feuer brennen am Grunde des Lochs, grobe alte Töpfe aus Keramik. Das ist schwer, aber ich kann mir eher nicht vorstellen, dass das Grimm 104 ist. Also wird es entweder Goethe oder die Gebrüder Grimm sein. Ich würde mal Gebrüder Grimm sagen. Es ist Grimm 104, Ratten im Gemäuer. Ach, das habe ich so... Und du hast dir diese Kombi ausgesucht. Und zwar möchte ich ganz gerne mal wissen, warum. Ich fand einfach das spannend, mal mit so... mit Goethe und Gebrüder Grimm natürlich so was Altertümlicheres zu haben. Und einfach, weil ich Grimm und zugezogen maskulin eigentlich ganz gerne höre. Und ich finde auch Grimm als Person eigentlich ganz sympathisch, so was ich von ihm mitbekommen habe. Ich bin nämlich tatsächlich deswegen davon ausgegangen, dass du dich mit Grimm 104 mega gut auskennen wirst. Ich habe tatsächlich auch diese EP oder Album oder was das war, wo das ja Ratten im Gemäuer drauf war, das habe ich eigentlich auch relativ viel gehört im Herbst, als das rauskam. Aber scheinbar nicht gut genug. In einem Stillleben, verfaulte Früchte auf dem Tisch, Schimmel auf dem Brotleib und Fliegen auf dem Fisch. Okay, das ist schwierig, weil bei Grimm wird manchmal ja auch gereimt. Da gibt es ja manchmal so Passagen, also bei den Gebrüdern Grimm. Bei Grimm 104 wird konstant gereimt. Und bei Goethe gibt es ja auch eine bestimmte Reimstruktur. Ich würde Goethe ausschließen, einfach von der Bildhaftigkeit der Sprache. Und schwanke gerade noch zwischen den Gebrüdern und dem einzelnen Grimm. Ich glaube, ich gehe das Risiko ein und sage Grimm 104. Richtig, das ist auf normale Freunde von Audio 88 und Jessin mit ganz vielen Features. Oh, da hast du aber tief gewühlt. Klar. Reg dich nicht und beweg dich nicht, sonst ist's um dich geschehen. Nachts, wenn die Räuber schlafen, wollen wir entfliehen. Also natürlich mit diesem Räuberthema wäre jetzt irgendwie Märchen sehr naheliegend. Aber das kann ja vielleicht auch genau die Fährte sein, die du legen möchtest. Kann ich sie nochmal hören? Rege dich nicht und bewege dich nicht, sonst ist's um dich geschehen. Nachts, wenn die Räuber schlafen, wollen wir entfliehen. Es kommt mir fast vor, als hätte ich die sogar selber gelesen beim Lines raussuchen. Aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich nehme jetzt einfach das, was ich eigentlich am wenigsten vermute und sag Goethe. Brüder Grimm, der Räuberbräutigam. Ach, das war doch das Naheliegende. Aber es ist spannend, ne? Weil es klingt ja wirklich, du könntest es rappen. Auf jeden Fall. Das ist eine ganz, ganz düstere Geschichte. Was glaubst du, welche von den dreien hast du am meisten konsumiert? Also vor dieser Laienraussucherei. Schwierig. Also am wenigsten definitiv Goethe. An sich so jetzt in Reihenform, dann würde ich sagen Grimm 104. Tief in meiner Brust, wo man das Herz schon nicht mehr hört, wenn es schlägt, da ist ein Planet. Gesät ist er mit Wald und Wildnis. Würde ich sofort auf Grimm 104 gehen. Korrekt. Das ist aus Vor Adams Zeiten von Zugezogen Maskulin. Wegen des Wortes Planet. Das hätte ich weder bei den Brüdern Grimm noch bei Goethe vermutet. Vielleicht haben sie es mal geschrieben, aber ich finde, das ist, also das Bild eines Planeten in einem Herzen, finde ich, hat etwas leicht Modernes, auch wahrscheinlich wegen Raumfahrt. Die alte Baubo kommt allein. Sie reitet auf einem Mutterschwein. Baubo? Was ist denn das? Vielleicht ein Babo. Das ist die Fährte, auf die du mich hier locken möchtest. Das klingt nicht nach Grimm 104. Finde ich, das irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, so in seinem Flow. Wahrscheinlich liege ich wieder komplett falsch. Reitet auf einem Schwein. Auf einem Mutterschwein. Auf einem Mutterschwein. Es war ja ein Reim drin, also ist Gebrüder Grimm eher unwahrscheinlich, weil da relativ wenige Reime sind.
Deswegen versuche ich jetzt einfach nochmal den guten Herrn Goethe. Es ist korrekt, Goethes Faust, Walpurgisnacht. Yes. Er ging nun wieder hin, und da graute ihm so. Er tropfte ihnen Wachs ins Gesicht, als sie schliefen. Wow! Okay. Ich würde vom Gefühl sagen, Brüder Grimm, weil es ist gewalttätig. Goethe würde ich da sofort rausnehmen. Und von der Art und Weise, wie die Reime gebaut sind, würde ich sagen, das sind die Gebrüder. Korrekt, das ist aus Die drei schwarzen Prinzessinnen. Oh, das klingt auch nach einer von diesen wirklich brutalen Geschichten. Definitiv. Mich bringen Rösser mit dampfenden Nüstern heim auf die Burg. Jetzt zeigt sich wieder mein Unwissen über diese Grimm-EP, weil das könnte auf diesem Graf Vampir-Song sein, wo ich den Text auch nicht mehr genau im Kopf habe. Aber dieses Burg-Ding, da könntest du mich natürlich in die Irre führen wollen von irgendwelchen Märchen wieder mal. Deswegen, ich sag einfach mal, es ist Grimm. Es ist Grimm, Graf Grimm, genau was du gesagt hast. Yes. 100% getroffen. Sehr gut. Und ich fand, das war eigentlich eine, die hätte theoretisch auch so zu beiden anderen passen können. Auf jeden Fall. Seid ihr Geister, wo ich bin, so zeigt's in diesen Stunden. Ist mir also für Grimm auch zu verklausuliert. Das klingt aber auch so richtig nach Faust. Ich würde den Goethe rausholen. Korrekt, das ist aus dem Walpurgisnachttraum. Auch. Ah, witzig. Dann habe ich ihn vielleicht auch einfach überlesen, beim Lesen gesehen. Ich habe wirklich bei Faust, ich habe gestern so viel Faust gelesen, wie seit der Schule nicht mehr. Hätte ich um ein Haar nicht wiedererkannt, streifst ziellos durchs Schilf, schaust den Kranichen zu, wo du wandelst, vertrocknet das Gras. Das ist Grimm, die hatte ich sogar selber gelesen. Nicht schlecht! Beleidigte den Mann, den du beschütztest, verwirrte unklug, was du lösen wolltest. Oh, okay. Das ist gar nicht so leicht. Ich würde Goethe jetzt rausnehmen, einfach von der Art und Weise der Wortwahl. Ich glaube aber, es sind die Brüder Grimm. Falsch, es ist Goethe aus Torquato Tasso. Torquato Tasso, das einzige Mal Goethe, was ich nie gelesen habe. Ah, die Gabel sticht, der Besen kratzt, das Kind erstickt, die Mutter platzt. Ich glaube, das ist auf keinen Fall von Grimm 104. Also von der Gewalttätigkeit wäre das natürlich auf jeden Fall eine Gebrüder-Grimm-Line, aber dieses Reimschema, wobei ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu plump für Goethe ist, fast schon wieder. Aber es ist auf jeden Fall eins von den beiden. Ich rate Gebrüder Grimm. Oh, da habe ich ja Glück gehabt, dass du in letzter Sekunde dich noch umentschieden hast. Quasi, es ist Goethe. Und zwar erneut Walpurgisnacht. Sehr gut. Wer Faust nicht gelesen hat, kann sich definitiv mal Walpurgisnacht durchlesen. Da geht nämlich, geht's ganz schön ab. Es ist wie ein Gangster-Rap-Album eigentlich, was da abgeht. Weil die Raben so um das Schloss herumflogen, öffnete sie das Fenster und sagte, ich wollte, du wärst ein Rabe. Also auf keinen Fall Grimm 104, weil es viel zu märchenhaft ist. Ich bin mir nicht sicher, ob du gerade einfach wirklich komplett den Verstand verloren hast oder es vielleicht doch keine Brüder Grimmlein ist. Ich würde sagen, das sind die Gebrüder. Das ist richtig. Es ist aus Die Rabe von den Gebrüdern Grimm. Sie sagte, sie tat, das sind Sachen, die bei Goethe ja fast gar nicht vorkommen, so in den Sachen, die ich gelesen habe. Und bei Grimm ja. Aber ich dachte, ich krieg dich so durch umgekehrte Psychologie, dass du denkst, dass ich das nicht nehmen würde, weil es zu naheliegend ist. Denn da war kein weiter Weg zwischen kalthäutigen Waldleuten. Die kalthäutigen Waldleute klingen sehr nach Rap, finde ich. Also so dieses mehrsilbige Reime. Das klingt nicht so, auch nicht so altertümlich. Also Gebrüder Grimm auf keinen Fall. Nee, ich sage Grimm 104. Korrekt! Erneut Ratten im Gemäuer. Nice. Der Schwabenbund suchte aber weiter Abenteuer und kam an die Mosel. Ich würde, also es ist 100% Grimm 104, das sage ich aber nicht. Das sage ich nicht. Ich sage, dass es Goethe ist. Falsch. Es sind die Gebrüder Grimm mit die sieben Schwaben. Okay, gut. Gut, also da wäre es jetzt eins von den beiden gewesen. Mit den sieben Schwaben habe ich nicht gerechnet.
Könnte aber auch eine Hip-Hop-Crew sein, wenn man ehrlich ist, die sieben Schwaben. Klingt wahrscheinlich, ja. Aber würde wahrscheinlich komisch klingen. Auf jeden Fall. Was für Musik hörst du privat? Tatsächlich seit jetzt so ungefähr einem Jahr relativ viel amerikanischen Hip-Hop so. Da bin ich letztes Jahr reingekommen. Also natürlich so die Basics wie Kendrick und Kanye aber und Tyler, The Creator. Und früher viel Rock tatsächlich. Ich habe 2 Jahre meines Lebens nur die Ärzte gehört, deswegen habe ich das jetzt auch nicht ausgesucht, weil da hätte ich einen unfairen Vorteil einfach. Da hätte ich, glaube ich, alle Lines von den Ärzten richtig geraten, weil ich das immer noch so tief im Kopf habe. Ich habe jetzt auch das letzte Video noch kurz vor der Aufnahme angeschaut, wo ja die Ärzte dabei waren. Und ich hätte die alle richtig gehabt. Du hättest sogar der Teddybär erkannt. Na klar. Oh, okay. Da müsstest du schon mit ganz, ganz obskuren Sachen kommen, dass ich die vielleicht nicht errate. Lines aus einem Interview. So super unfair. Es ist wunderbar, wie ich hierher kam und vom Hügel in das schöne Tal schaute. Würde ich auch Grimme 104 direkt rausnehmen. Einfach weil ich krieg's nicht gerappt. Und ich bin perfekter Rapper. Könnte von Goethes Italienreise kommen. Vielleicht aber auch die Grimms. Oh. Ich würde sagen, das klingt nach einer Wanderschaft in einem Grimm-Märchen. Brüder Grimm. Falsch, Goethe am 21. Junius, die Leiden des jungen Werthers. Oh, düster. Und definitiv auch gute Quelle. Wie rast die Windsbraut durch die Luft? Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacken? Das ist auf keinen Fall Grimm 104, denke ich, mit der Windsbraut. Also wie Wind, ne? Nicht wie klein. Ja, ja. Ich war jetzt tatsächlich bei Weinwinds, nicht bei klein, aber Wind ist natürlich nochmal was anderes, aber das ist trotzdem nicht Grimm. Aber ich sage jetzt einfach mal Goethe. Tatsache, es ist schon wieder Walpurgisnacht. Da, meine Güte, da hast du mich nochmal gekriegt. Walpurgisnacht. Jetzt darfst du aber auf jeden Fall noch eine Line für die Zuschauer vorlesen, die sie in den Kommentaren dann erraten dürfen. Der König hatte eine Tochter, die war sehr schön, aber sie war auch sehr wunderlich. Simon, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war Wessen Line mit Simon und weitere Videos findet ihr in der Playlist und alles zu Simon in der Videobeschreibung, weil ich keine Ahnung habe, was er verlinkt haben möchte. Bis dann. Tschüss.